Das habe ich sehr gerne gemacht und es war ja so für mich auf jeden Fall, also bereuen tut ja nichts, aber auch für dich. Ich war deinen Gedanken auch sehr bei dir und es war mir halt auch wichtig, das auch mit dich zu tun. Und dementsprechend warst du auf dem Weg indirekt mit dabei auf jeden Fall. Ich habe ihr meinen Armband schon früher geholt, weil ich musste dann nach Hause eben gehen, weil ich mein Handy aufladen musste. Also auf der Verti, auf der horizontalen, George Square Meile bin ich gerade, die ich markiert habe. Beim Einlaufen auf dem Platz vor der Kathedrale wurde angesagt, dass hier keine Handys, keine Fotos, keine Handys draußen sein dürfen. Und da war ganz strikte Kontrolle durchgehend, deswegen habe ich das untersagt. Habe vermieden, mein Handy auszupacken, bevor ich dann nach 4,5 Stunden Wartezeit rausgeschickt werde. Und dann bin ich durch die Kirche gelaufen. Man durfte nicht stehen bleiben, sondern musste durchlaufen und eben so viele wie möglich da auf jeden Fall durchkommen in 24 Stunden, die Queen da ist. Es war sehr eindrucksvoll, ich hätte es nicht gedacht, aber das hat mich auch, ich war dann doch so in Tränen nah und bin es auch immer noch. Es war sehr eindrucksvoll, diese Atmosphäre da drin. Dann den Sarg zu sehen, erhoben, mit dem Wachen, mit dem Rumstehen und die Krone, die auf dem Sarg liegt. Genau, also wirklich sehr eindrucksvoll, eine sehr einnehmende Atmosphäre, die da drin herrscht in der Kathedrale, definitiv.